Herzlich willkommen und grüß euch bei Ihrem Regionalfernsehen Enster TV. In dieser Woche haben wir diese Berichte für Sie. Fest zur Almrauschblüte auf der Reiteralm. Dritter Dauern-Circle. Erste Record-Rallye in der Enzboden Arena Haus. Goldenes Priesterjubiläum in Erdning-Donnersbachtal. Flusswanderung Enz. Mountain-Go-Karts bei Skilenz und die Fahrlechhütte am Duisitzkasee. Mit dem bekannten malerischen Ambiente rund um das Fest zur Almrauschblüte 2024 auf der Reiteralm wusste man auch heuer wieder die Massen zu überzeugen und auf den Berg zu locken. Wenn sich im späten Juni die Berghänge der Region wieder rosa färben, ist es Zeit für das traditionelle Fest zur Almrauschblüte auf der Reitalm. Und so strömten auch heuer wieder unzählige Besucherinnen und Besucher aus nah und fern auf den Berg, um dem vielfältigen Programm im malerischen Ambiente beizuwohnen. Wir haben wieder ein super Rahmenprogramm heute hier bei uns auf der Reitalm. Das Highlight sicherlich zu Beginn immer unser ökumenischer Gottesdienst, Berggottesdienst, der sehr, sehr gut angenommen wird und bei den Gästen sehr beliebt ist. Und im Anschluss verwöhnen unsere Hüttenwirte kulinarisch die Reitalmhütte und die Eiskerhütte. Und nachdem die Gastelhöhütte ja heuer neu umgebaut wird, hat uns die Freiwillige Feuerwehr Bichl-Mandling ausgeholfen, die wir direkt bei der Bergstation ausschenken und für das kulinarische Wohl unserer Gäste sorgen. Natürlich ein Rahmenprogramm, die Bichler Bläser sind hier wieder unser Bläserquartett, was unterhält, und natürlich auch die Ramsauer Plattler, da sind wir sehr stolz drauf, die werden auf allen kulinarischen Verwöhnstationen auch auftreten, und ein Bundesrahmenprogramm für Kinder, die Kinderhüpfburg, da wird es den ganzen Tag nicht fad und eine gute Unterhaltung ist für ihn geboten. Den Auftakt zum Fest der Almrauschblüte bildet bekanntlich der ökumenische Berggottesdienst, der vor der traumhaften Kulisse des Reitalmsees stattfindet. Dort erwartet die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auch heuer wieder eine tolle Predigt mit musikalischer Begleitung. Es ist wunderbar, in ökumenischer Zweisamkeit hier einen Gottesdienst zu feiern. Es sind ganz viele Menschen auch von den Ortschaften im Tal heraufgekommen. Und das freut mich besonders, wenn aus der Forstau, wenn aus Pichl, wenn aus Mandling Menschen hier sind, die mit Menschen aus allen Bundesländern und darüber hinaus hier Gott loben und preisen. Das Schöne ist, dass wir hier in der Schöpfung etwas erahnen von der Größe Gottes. Und durch das Kreuzzeichen werden wir aber auf den hingewiesen, durch den sich der lebendige Gott uns ganz persönlich offenbart hat, nämlich auf Jesus Christus. Lässt man die Blicke durch die herrliche Naturlandschaft des Reitalmsees schweifen, wundert es nicht, dass die Bergmesse die Herzen der Besucher höher schlagen lässt. Na, es ist wirklich ein Erlebnis, diese herrliche Bergwelt, und auch die Messe war wunderbar. Die war wunderschön, diese Kombination von den katholischen und evangelischen ist begrüßenswert. Das Fest zur Almrauschblüte steht unter dem Stern des Miteinanders. So sorgten die Hütten Reiteralm und Eiskar sowie Verpflegungsstände der Feuerwehr Mandling für die perfekte Bewirtung. Live-Musik und die flotten Einlagen der heimischen Plattlergruppe aus Ramsau am Dachstein sorgten für beste Stimmung unter den Gästen. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Musik und Tanz über Kinderschminken, Befahren der Junior Trails bis hin zum XL Jump für Kinder reichte, begeisterte man wieder einmal alle Fans und Gäste des bekannten Festes. Wir sind das erste Mal da. Wir kommen aus der Südsteiermark, Bezirk der Schlanzberg. Uns gefällt es sehr gut. Vor allem die Messe war sehr schön. Volksfest in luftiger Höhe sozusagen. Also Musik und Schuhplatteln und ein schönes Bier dazu und ein toller Ausblick.
Genau, wir waren vor Jahren schon mal hier als Urlauber, aber nicht zum Almrausch und sind diesmal hier besonders deshalb hergekommen und finden eigentlich ganz toll, dass man hier hochfahren kann, sich frei entfalten kann, Freiheit genießen kann. Das Fest zur Almrauschblüte lockte auch heuer wieder Gäste und Einheimische gleichermaßen und Begeisterte mit dem breiten und vielfältigen Programm, das die Veranstaltung so populär und einzigartig macht. Die dritte Auflage des Tauern-Circles sorgte abermals für enormen Erfolg. 8 Kilometer mit rund 18 Hindernissen verlangten den Teilnehmern so einiges ab. Nicht mehr wegzudenken aus dem heimischen Eventkalender entpuppte sich auch die dritte Auflage des beliebten Trailrun Tauern-Circle als riesiger Meilenstein. Der Erfolg der ersten beiden Auflagen war sichtlich spürbar, konnte man mit dem Maximieren des Teilnehmerfeldes auf 1000 Personen schon vorab aufhorchen. Zusätzlich passierte mit dem Aufstocken auf 18 spektakuläre Hindernisse entlang der 8 Kilometer langen Strecke ein hochklassiges Upgrade. Trotz den herausfordernden Witterungsbedingungen, beachtliche 35 Grad, konnte man schon früh beim Warm-up die Freude und Motivation der Teilnehmer erkennen. Dem sukzessiven Wachstum gedeiht, stand uns Thomas Steiner, Erfinder und Organisator des Tauern-Circle, Rede und Antwort. Ja, ich glaube, bei einer Veranstaltungsabwicklung muss man immer auf 3 Jahre denken, sage ich jetzt einmal, und dass man einfach die Maßstäbe hat. Und ja, mittlerweile, nach 3 Jahren, weiß man jetzt einfach schon, wie sich die Teilnehmer verhalten, was es noch braucht. Und das ist für uns für die Zukunft jetzt einfach wichtig. Und ich glaube, dass schon mal wichtig ist, dass man vielleicht einmal ein Kinderrennen dazu entwickelt und einfach die Qualität weiter des Tauern-Circles probiert zu steigern. Um Projekte in dieser Größenordnung qualitativ hochwertig über die Bühne bringen zu können, braucht es ein starkes Kollektiv im Gesamtpaket. Patrick Rietz, Geschäftsführer Bauunternehmung Granit und Gönner der ersten Stunde. Ja, grundsätzlich ist ja eine Sportveranstaltung immer was Cooles für die Mitarbeiter und für die Kollegen, dass man da gemeinsam eine Freude hat und dass man gemeinsam einen Spurt macht und noch ein bisschen feiert. Die Region ist perfekt dafür. Und das, ja, aus dem Grund. Als Bereitsteller der Start- und zeitgleich Ziellocation zeigte sich Planeichef Georg Blim gut gelaunt über die positive Zweckentfremdung des berühmten Zielhanges. Naja, der Zürich ist natürlich erstens eines der bekanntesten Skihänge Österreichs, wahrscheinlich der ganzen Welt. Meistens geht sie herunter, mittlerweile auch flott hinauf. Denkt man an den Skibergsteiger-Weltcup im März. Auch da teufeln sie auf und runter. Und diesmal mit dem Tauern-Circle. Ich glaube, das ist einfach die Herausforderung, das ist die Challenge und das ist wahrscheinlich auch der Brandmark für den Tauern-Circle. Zurück zum sportlichen Aspekt. Mit Bravour gelang den beiden Vorjahressiegern und zeitgleich Lokalmatadoren Johanna Hiemer und Julian Tritscher erfolgreich die Titelverteidigung. Ja, also ich freue mich immer riesig, dass ich bei der Veranstaltung dabei sein kann und natürlich freut es mich immer wahnsinnig, wenn ich es dann noch dazu gewinnen kann, das muss ich jetzt schon ehrlich gestehen. Und ja, das war ein Ziel von mir heute, das habe ich geschafft und ja, bin sehr, sehr glücklich über das Ergebnis. Ich muss sagen, ich habe mich nicht wirklich darauf vorbereitet. Ich bin im Sommer eigentlich fast nur am Radl unterwegs, weil man den Fokus aufs Grundlagentraining legt, weil die Hauptdisziplin doch im Winter Skibergsteigen ist. Aber der Tauern-Circle ist jetzt ja so eine coole Veranstaltung, es sind so viele Leute dabei, es ist einfach mit den ganzen Hindernissen so ein Wahnsinns-Wettkampf. Dem heißen Wetter zum Trotz schafften es die unzähligen Teilnehmer bei tollem Ambiente und unglaublicher Stimmung entlang der Strecke die vielen Hürden zu bewältigen und ließen im Ziel deren Einschätzungen und Resümees freien Lauf. Ja, voll anstrengend. Ich bin in Steilhang aufgelaufen und dann bin ich eigentlich nur noch gegangen. Ich muss sagen, ich habe mir schlimmer vorgestellt. Es war richtig ein Gaudi, es war heiß. Die ganze Sache war sehr anstrengend, vor allem der Start natürlich. Die ersten Meter waren sehr anstrengend und dann ist es nur mal bergab gegangen und dann habe ich mich ins Ziel gerettet. Ja, es ist einfach eine geile Veranstaltung und es ist eine super Stimmung, saugeile Leute sind da und eine geile Party gibt es auch noch, von dem her. Was willst du mehr? Augenscheinlich das bekannteste Gesicht im Teilnehmerfeld. Die ehemalige Skisprunglegende Andi Goldberger ließ seine erste Teilnahme am Tauern-Circle Revue passieren
und gab sich motiviert für die kommende vierte Auflage in 2025. Mein Resümee ist eine super Veranstaltung, vor allem bei alle von der Region so zusammenhelfen, egal ob da die Teambewerbe, die Skischulen, ein Kosmetikstudio, die Gastronomie, alle da in der Mitte, das ist einmal schön. Es war viel anstrengender oder wilder wie gedacht, also schwieriger wie gedacht, ich habe es ein bisschen unterschätzt, obwohl meine Zeit voll super war, ich glaube mit knapp unter 39 Minuten bin ich voll zufrieden, aber es war zach. Und? Wenn ich fit genug bin ich Wiederholungstäter nächstes Jahr, wenn es wieder gibt, ich hoffe schon. Nach Beendigung des offiziellen Programmes wurde der erfolgreiche Tauern-Circle bei der Aftershow-Party in der Hohenhaus-Tenne bis in die Morgenstunden zelebriert. Hallo und grüß Gott, mein Name ist Monika Berali von der Firma Remax in Schladming. Ich möchte Ihnen heute ein wirklich schönes, hochwertig gebautes Landhaus am Petersberg zeigen, Gemeindehaus im Ennstal. Eine traumhafte Aussicht, normalerweise, heute ist es ein bisschen regnerisch, aber nichtsdestotrotz wunderschön. Wenn Sie mitkommen möchten, zeige ich Ihnen gerne das Haus. Bitte kommen Sie mit. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Rundgang gut gefallen. Das Haus ist wirklich in einem ausgezeichneten Zustand, hochwertig gebaut und
Ich würde Ihnen gerne dieses Haus auch zeigen. Wenn Sie Informationen brauchen, rufen Sie mich einfach an. Ihre Monika Berali von der Firma Remax. Georg und Anna verkaufen ihr Haus mit Remax. Fotos, Video, Luftbilder, perfekte Preisfindung, vollständige Dokumentation. Die Remax-Experten arbeiten für Sie und die besten Käufer. Remax, nicht grundlos die Nummer 1. Jetzt kostenlose Marktwerteinschätzung buchen auf remax.at. Vom Dienstag, den 9. Juli bis Samstag, den 13. Juli 2024 findet das umfangreiche Musikprogramm der Meet Europe in Schladming und Haus im Enstal statt. Aus mehr als 15 Nationen reisen die rund 35 Formationen sowie 1500 Teilnehmer an, um gemeinsam zu musizieren, sich auszutauschen, um voneinander zu lernen. Von Orchestern mit bis zu 150 Personen bis hin zu kleinen Ensembles, von Australien bis Asien, Südafrika, Amerika und Europa. Lass dich musikalisch verzaubern bei mehr als 20 Hallenkonzerten und 20 Open-Air-Konzerten. Bei den großen Highlights Kids in Concert und der Lange Nacht der Musik. Es erwartet dich eine stilistische Reise rund um die Welt. Für jeden Musikgeschmack das passende Angebot. Alle weiteren Informationen und den detaillierten Programmablauf findest du unter www.meeteurope.at. Anlässlich einer eigens kreierten Gesundheitsbewegung konnten die Initiatoren mit der Laufveranstaltung Record Rally in der Hauser Enzboden Arena neue Maßstäbe setzen. Nicht weniger als 150 Kinder konnten für dieses spannende Projekt begeistert werden. Das Einfließen Sponsorengelder für das erfolgreiche Absolvieren Runde für Runde in die Gemeinschaftskasse verpasste dem gesamten Konzept ein absolutes Highlight. Ja, wir haben heute eine Premiere für eine tolle Sportveranstaltung unserer Schule. Wir machen im Rahmen unseres Gesundes Ernährungsprojekt eine Laufveranstaltung, bei der es darum geht, dass man entweder im Einzelmodus oder im Staffelmodus Runden läuft. Und für jede Runde gibt es einen Sponsorbeitrag, der dann in eine Gemeinschaftskasse kommt, die den Zweck hat, dass wir für die Schule Sportgeräte ankaufen, um das Bewegungsverhalten der Kinder weiter motivieren zu können. Mit der besagten Zielsetzung, Turngeräte für die körperliche Verausgabung zu beschaffen, motivierte dies nicht nur alle Teilnehmer, sondern sie trieb sie auch zu Höchstleistungen. Ich finde es schon cool und ich habe mir vorgenommen, dass ich eigentlich richtig viele Runden laufe. Und ja. Ja, also ich möchte schon ein paar Runden zusammenbringen und dann wird das schon. Um dieses Projekt zu fördern, konnte man mit dem aufstrebenden Schladminger Skiass Vincent Wieser und dem Kärntner Skicrosser Moritz Opetnik zwei hochrangige Sportler als Aushängeschild gewinnen.
Diese gratulierten den Veranstaltern zu der gelungenen Umsetzung und konnten auch an Ort und Stelle den eigenen Trainingsbedarf abdecken. Ja, es ist ein cooles Event. Wo ich davon erfahren habe, hat es mich voll gefreut, dass wieder mal sowas da ist. Und natürlich, super Training für mich. Laufen, werde ein paar Intervalle einlegen. Und es ist eine coole Sache für die Kids. Bewegung ist immer gut und der Gaudi hat man auch. Von dem her freue ich mich. Ich glaube, man sieht, dass die Kinder alle erfreut haben und sich betteln, wer mehr Runden schafft. Und es ist ja ein bisschen was dahinter, wer mehr Runden schafft. Man kriegt pro Runde dann irgendwie eine Kleinigkeit oder es wird was gespendet. Und das finde ich eine richtig coole Sache. Unverkennbar an diesem Tag war die Begeisterung, welche der zahlreichen Kids wahrlich ins Gesicht geschrieben war. Diesem zum Anlass genommen, teilte Markus Brandl, Extremradsportler aus Österreich, offenkundig das ideale Zusammenspiel von Kindern mit dem essentiellen Bewegungshintergrund. Also ich finde es grenzgenial, dass es so Veranstaltungen gibt, wo ich glaube die Wertigkeit auch ganz andere ist, wenn sie die Kinder das selber laufen, was dann auch wieder für die Schule gebraucht wird, das umzusetzen. Und die Begeisterung, mit der die Kids laufen, egal ob die jetzt sportlich sind oder nicht, das ist schön anzuschauen. Die Möglichkeit, Bildungsmaterialien anzuschaffen bzw. dies voranzutreiben, vermittelt den Teilnehmern verantwortungsvolle Werte, regt nicht nur den wichtigen Bedarf an Bewegung an, sondern lässt alle involvierten Ziele als Team erreichen. Anlässlich der Feierlichkeiten seiner 50 Jahre im Dienst Gottes stehenden Arbeit als Pfarrer feierte Herbert Prohaska sein goldenes Priesterjubiläum in der Gemeinde Irtning-Donnersbachtal. Im Dienst Gottes. Anlässlich dieses Freudenaktes feierte man in der Marktgemeinde Irtning-Donnersbachtal das goldene Priesterjubiläum für Herrn Pfarrer Herbert Prohaska. Dem bekennenden und glühenden Fan des SK Sturm Graz zu Ehren versammelten sich lokale Größen, Musikanten und ehemalige Wegbegleiter, um diesen bedeutenden Anlass mit einer feierlichen Festmesse und einem anschließenden Pfarrfest gebührend zu feiern. Die musikalische Vielfalt der auftretenden Gruppen machte die vom Pfarrer Prohaska höchstpersönlich eingeleitete und gut besuchte Messe zu einem besonderen Erlebnis. Der Bürgermeister der Gemeinde Irtning-Donnersbachtal, Herbert Guggernick, nutzte die Gunst der Stunde und bedankte sich aufrichtig bei Prohaska für die aufopferungsvolle Arbeit. Heute haben wir das 50 Jahre Priesterjubiläum von Herbert Prohaska und seinem Pfarrer, der 2007 nach Hirtning gekommen ist. Und er ist ja Sturmfan und im Sturm die Herzen unserer Vorgemeinde erobert hat. Er hat sich derartig schnell eingelebt und ist seitdem ein Faktor, der nicht wegzudenken ist. Hat eine Seelsorge oder betreibt eine Seelsorge, die seinesgleichen sucht. Und dafür sind wir ihm sehr, sehr dankbar. Und das wollen wir auch heute zum Ausdruck bringen. Im Anschluss an die Messe lud der Pfarrgemeinderat zum Pfarrfest Peter und Paul in den Kirchberg ein. Als musikalisches Gustostückerl fungierte die Musikkapelle Irtning sowie die Irtninger Tanzelmusi, welche mit traditioneller Musik für Unterhaltung sorgten. Es ist was Besonderes, ein goldenes Priesterjubiläum, 50 Jahre. Priester sein ist sicher nicht einfach und viele Erlebnisse sind dabei. Und ich denke, der Herr Pfarrer Prohaska war in unserer Pfarr sehr beliebt und hat viel bewirkt. Auch ein Vertreter seiner ehemaligen Wirkungsstätte, St. Kathrin am Hauenstein, bezog Stellung, den Jubilar zu gratulieren. Naja, wir sind aufgefahren bei der Herbert Prohaska und dann, was wir Dächern sagen zu ihm. Der war bei uns 15 Jahre Pfarrer und mit dem sind wir zusammengewachsen und der hat wirklich, wir waren Freund, wir waren Pfarrer, Wirte, Bevölkerung und jetzt haben wir gesagt, wir müssen halt eine Abordnung auffahren da und ihm die Ehre erweisen. In vorbildlicher Manier steuerte der Bürgermeister der Nachbargemeinde Eigen, Ingenieur Thomas Klingler, lobende Worte bei und zeigte sich erfreut über die tolle Festlichkeit.
Lieber Herbert, alles richtig gemacht. Wenn du daheim in deiner Kirche ein volles Haus hast, so viele, die mit dir mitgefeiert haben, so viele Pfarrer, die mit dir da sind, ein Haufen Ministranten, alles Gute nochmal und vielen Dank für deinen Einsatz und alles Gute für die nächsten 50 Jahre. Pfarrer Prohaska selbst zeigte sich sichtlich gerührt und dankbar. In seiner Ansprache betonte er, seinen wohlverdienten Ruhestand genießen zu wollen, signalisierte jedoch Hilfsbereitschaft bei Bedarf. Angefangen in Judenburg bis Eisenerz, nach Graz an Dreh ins Grießviertel. Ja, sie lachen, gell? Sie wissen, was das heißt, Kaplan im Grießviertel. Nicht? Und dann nach St. Kathrin am Hauenstein, Pfarrer. Dann Pfarrer sofort, nach einem Jahr hast du Pfarrverband. Und es wird immer größer und größer. Und jetzt sind wir ja faktisch einen Seelsorgeraum. Für die nächste Zeit wünsche ich mir einmal eine ruhige Pensionszeit. Ich halte mich zurück. Ich halte die Pappen. Bin aber da, wenn sie mich brauchen. Das goldene Priesterjubiläum von Herbert Prohaska war ein bewegendes und inspirierendes Ereignis, das die tiefe Verbundenheit zwischen dem Jubilar und den Gemeinden sowie dem zugehörigen Pfarrverband deutlich macht. Und deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Um auf die mögliche Gefahr der Zerstörung der lokalen Ökosysteme hinzuweisen, wurde die Bürgerinitiative Wilde Wasser Enz-Talbach-Klamm ins Leben gerufen. Die Flusswanderung Enz soll vor Augen führen, wie essentiell die Aufrechterhaltung des Naturschutzes für die Region sei. Organisiert von der Bürgerinitiative Wilde Wasser Enz-Talbach-Klamm fand eine Flusswanderung der besonderen Art an der Enz statt. Diese Initiative setzt sich leidenschaftlich für den Erhalt der frei fließenden Enz und der wild tosenden Talbachklamm ein und kämpft gegen den möglichen Bau eines Wasserkraftwerkes in der Region. Solidarisch zeigte sich auch der Bürgermeister der Stadt Schladming, der auch zu diesem heiklen Thema Stellung bezog. Das Ziel ist, ein Signal zu setzen, dass die Enz in Schladming nicht verbaut werden soll. Und nicht nur die Enz, sondern auch der Talbach. Beide Flüsse sind für Schladming eine ganz wichtige, ja, ein Landschaftsjuwel. Das ist wichtig für uns, das ist wichtig für unsere Gäste. Zu glauben, dass das irgendwas bringt jetzt für die Energiewende, das ist irgendwo nicht korrekt. Wir sind eine Tourismusregion und ganz klar, eine Tourismusregion lebt von intakten, schönen Naturlandschaften. Und wir können es nicht zulassen, dass uns diese Landschaften verbaut werden. Und das ist der Grund, warum es hier diese Bürgerinitiative gibt, die in der Öffentlichkeit sich stark macht für den Schutz von Enz und Talbach. Der Brisanz der gesamten Thematik zufolge auf den Plan gerufen, erklärte Umweltanwältin Magister Pöllinger ihre Sicht der Dinge. Die Enz ist deswegen was Besonderes, weil sie immer so lange unverbaute Strecke hat. Und das ist einfach heutzutage was ganz Außergewöhnliches, weil ja gerade Wasserkraft gerade in Österreich ein Thema ist, das eben sehr, sehr interessant ist für jeden, der erneuerbare Energie gewinnen will. Und deswegen ist es eben sehr verlockend, dass man sagt, ah, da haben wir so eine große Strecke und da tun wir jetzt auch ein Kraftwerk bauen. Aber gerade diese großen Strecken, weil sie so selten sind, sind immer was Besonderes und was Wichtiges. Da kann sich der Naturraum, die Lebewelt im Wasser und am Ufer noch ungehindert entwickeln. Und deswegen müssen wir auf sowas aufpassen und dürfen nicht sagen, okay, wir brauchen Energie und deswegen opfern wir alles. Die Wanderung startete für die Geher, Kajakfahrer und allen Interessierten in Schladming und führte durch idyllische Landschaften entlang des Flusses. Die Teilnehmer erfuhren unterwegs von Experten der mitwirkenden Vereine über die ökologischen Besonderheiten der Region und die Bedeutung des Naturschutzes. Die Enz und die Talbachklamm bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und sind wichtige Bestandteile des lokalen Ökosystems.
Unser Wunsch, und das geht aber schon in Richtung Forderung an die Politik, ist, diese Projekte zurückzuziehen, weil es wird ja Geld verschleudert, die Planung kostet was, wir müssen uns engagieren. Wir brauchen das klare Bekenntnis der Politik für den Schutz der Enns, dieser letzten freien Fließstrecke in Österreich, der zweitlängsten. Wir brauchen die Politik als klares Bekenntnis für Renaturierung hier an diesem Fluss, der so viel Potenzial hat, aber das passt einfach nicht zu Kraftwerken. Die Bürgerinitiative betont die Notwendigkeit, nachhaltige Alternativen zur Energiegewinnung zu suchen, um die natürlichen Ressourcen zu schützen und weitere Renaturierungen zu forcieren, denn ein Wasserkraftwerk würde diese empfindlichen Lebensräume gefährden und die Artenvielfalt beeinträchtigen. Das Wichtigste für uns ist den Fischbestand, was wir in der Enns jetzt haben, mit einer autochthonen Ensesche, welche nur hier in der Enns lebt, aufrechtzuerhalten und dieses Vermächtnis auch an unsere nächste Generation weitergeben zu können. Den Staubereich ist es so, wenn man jetzt die Enns zum Beispiel 6 Meter aufstaut, dann wird der Rückstaubereich also mindestens 1-2 Kilometer betragen, weil die Enns ja nicht mehr als 6 Promille hat. Das heißt, auf 1000 Meter fällt sie 6 Meter ab. Und deswegen ist es so, dass einfach die Strecken dann eigentlich tot sind. Also der Fluss ist auch tot, also das ist auch für die Fischer schlecht. Und natürlich auch für den Freizeitsport, auch für die Rafter und den ganzen Tourismus. Eigentlich ist, würde ich sagen, eigentlich ist es ein Vollangriff auf den Tourismus, weil eine komplette Branche vor dem Ende steht. Anhand einer schlichten Wasserpegelmessung mittels einem Stock konnte man den Ernst der Lage gut erkennen. Dennoch war die Flusswanderung ein voller Erfolg und sensibilisierte die Teilnehmer für die Bedeutung des Naturschutzes und die Bedrohungen durch den geplanten Kraftwerksbau. Seit Jahren besticht die stark beliebte Freizeitaktivität Mountain Go-Kart bei Skilenz mit traumhaftem Bergpanorama und lässt die Fahrer mit Höchstgeschwindigkeit den Berg bezwingen. We'll be right back.
Ja, die neuen Go-Karts, die halten super die Spur. Und vor allem die Bremsen, die sind ein Wahnsinn, richtig gut. Und das Driften, ein riesen Gaudi. Ich würde sagen, wir fahren noch eine Runde, was? Ja! Auf geht's! Jawohl! Angekommen hoch oben am Duisitzkasee im Rohrmoser Obertal bietet die Fahrlichhütte die perfekte Einkehr, um regionale Hüttenschmankerl zu verspeisen. Die einzige Welt, in der einer ganz er selbst sein kann, ist die Natur. Begleiten Sie uns ins Rohrmoser Obertal, kehren Sie mit uns in die wunderschöne Fahrlichhütte ein. Bei Menschen, die es verstehen, mit und für dieses hohe Gut zu leben. Halten Sie inne und genießen Sie. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen auf der Fahrlichhütte. Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal vorbeikommt auf unsere Spezialitäten. Heidelbeerschmoren, Kaiserschmoren, Schweinsbraten und auch andere Hüttenschmankerl, was wir noch haben. Die Fahrlichhütte, das ist atemberaubende Natur, blühende Blumen, leise Geräusche der Tiere, frische, reine Luft. Einkehren in der Hütte und Genuss erleben. Genuss für Geist und Körper in einer wunderbar urtümlichen Hütte an einem klaren Bergsee. Als würde die Wirklichkeit in einem Bilderbuch blättern. Herzlich willkommen bei Gipfellust. Ich bin der David. Ich bin der Roland. Und wir beide wollen euch heute unseren Store mitten in Schladming zeigen. Sind Sie auf der Suche nach einem Experten für den Bereich Trockenbau, Haussanierung, Vollwärmeschutz oder Stuckarbeiten? Wir haben den perfekten Ansprechpartner in Schladming für Sie. Ambient Trockenbau, Ihr Meisterbetrieb mit Handschlagqualität. Nähere Informationen finden Sie unter www.ambient-trockenbau.at. I'm
drinking at the bottle, not thinking about tomorrow. Don't worry, that's the motto, so we keep moving along. Ooh, dropping down a Cabo in a sunburnt El Dorado. Don't worry, that's the motto, so we keep moving along. Hallo, da spricht der David von Sporthauser Keibling. Wir sind im Juli und im August 7 Tage die Woche für euch da. Unsere Öffnungszeiten sind da von 9 bis 17 Uhr. Wenn ihr in den Wallis Kids Park geht, schaut auch bei uns vorbei. Bei uns findet ihr extrem coole Schnäppchen in der Bekleidung und natürlich unseren E-Bike-Verleih. Nein. Nein. Nein, ich glaub's nicht. Was? Nein, du bist kein Killer. Das kann nicht sein. Ich hab dich gegoogelt, aber ich finde nichts, als würdest du nicht existieren. Vielleicht bin ich nur eine Fantasie von dir. Was ist der größte Unterschied zwischen deinem wahren Ich und dem als Berufskiller? Übrigens, mein Name ist Gary Johnson und ich bin ein Fake-Hitman. Mir wurde klar, jeder stellt sich seinen Killer anders vor. Jeder Einsatz war ein Bühnenauftritt. Sie entscheiden. Ich bin Dienstleister. Und jede Verhaftung, Standing Ovations. Okay, Daniel Day. Ich war ein Meister meines Fachs. Das klingt wundervoll. Bis die Dinge, naja, Ron, kompliziert wurden.
Madison. Wir erwarten heftige Turbulenzen. Eine Kollision wäre denkbar. Mach ich dir Angst? Nein. Die Frau, die ihren Mann umbringen lassen wollte, die wir gehen haben lassen? Nein, er hat gehen lassen. Ihr Mann wurde tot aufgefunden. Sorry, was ist passiert? Wenn du mich fragst, wirst du ein bisschen schlampig. Fragst du Gary oder? Mal sehen. Mein Name ist Gary Johnson und meine einfache Frage an Sie lautet: Wer ist Ihr Hitman? Finden wir es raus? Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sie punkten längst nicht nur mit der wunderschönen Aussicht auf die Naturlandschaft Österreichs. Die meisten Wanderer und Skihütten des Landes können sich auch mit ihrem kulinarischen Angebot mehr als sehen lassen. Die Komoldshütte am Hauser Kaibling wurde vom Falstaff Community mit 97 Punkten und 4 Edelweiß ausgezeichnet. Diese Bewertung bedeutet Platz 1 in der Steiermark und Platz 5 der besten Hütten in Österreich. Wir gratulieren euch dafür recht herzlich. Zum Nachlesen finden Sie unser Programm wie immer im Enstaler, der Zeitung aus der Region für die Region. Machen Sie auf sich aufmerksam mit einem Bericht in unserer Wochensendung, einem Werbeclip oder einem Kurzvideo in unserer Rubrik vorbeigeschaut. Via Enstal.tv und auf Ihren eigenen Kanälen haben Sie so mehr Reichweite. Wir freuen uns über Ihre Anfrage an vertrieb@enstal.tv. Unsere Reise durch die Neuheiten der Region endet hier für diese Woche. Vielen Dank, dass Sie mit uns unterwegs waren. Ich bin Elisabeth Klug und im Namen des gesamten Teams sage ich Danke fürs Zuschauen und Pfiat. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer im Autohaus Schlitzer in Trautenfels. Wir möchten euch heute unseren neuen Bus bzw. Transporter-Van, den Staria, zeigen. Ein ganz tolles Fahrzeug für unsere Gegend, speziell Spitze, weil auch mit Allradantrieb verfügbar oder alternativ mit Frontantrieb. Der Allradantrieb ist prinzipiell nur in Automatik in Kombination mit einem 8-Gang-Wandlautomatikgetriebe erhältlich. Die Frontversion gibt es auch mit Schaltgetriebe dann verfügbar. In welchen Versionen gibt es das Fahrzeug? Wir haben prinzipiell die Möglichkeit, einen 9-Sitzer, einen 7-Sitzer zu wählen oder einen klassischen Kastenwagen-Transporter mit 3 oder mit 6 Sitzen auch als Business-Van. Von der Motorisierung her haben wir da drinnen einen 2,2 Liter Common Rail Dieselmotor mit 177 PS und der hat ein maximales Drehmoment von 430 Newtonmeter, was den Staria wirklich ganz tadellos vom Anzugsmoment her bewegen lässt. Was fällt außen prinzipiell auf? Das Auto hat sehr große Fensterflächen, was speziell, wenn man im Innenraum drinnen sitzt, ein irrsinnig tolles, helles Bild ergibt. Die Passagiere haben wirklich eine tolle Aussicht. Man kann auch ein Panoramadach ordern.
Für einen Fahrer ist das eine ganz spitzen Angelegenheit. Man sieht einfach super aus, obwohl das Auto sehr, sehr groß ist, ist er irrsinnig übersichtlich und man tut sich beim Einparken schon wesentlich leichter. Man hat natürlich Kameras vorne und hinten, Sensoren vorne und hinten, alles dabei, aber es ist trotzdem fein, wenn man alles recht gut im Überblick hat. Die hinteren Sitze sind alle längs verschiebbar. Die hintere Rücksitzbank kann man die Lehne zusätzlich auch umklappen und auch die Sitzfläche nach oben klappen, damit dass man die Bank möglichst weit nach vorne schieben kann und damit sehr leicht den Kofferraum vom Volumen her erweitert, damit man ordentlich was einladen kann. Von den Assistenzsystemen her haben wir heute eigentlich alles an Bord, was das Herz begehrt. Ob das jetzt ein adaptiver Abstandstempomat ist, ob das heute ein Autobahn-Spurhalte- und Folgeassistent ist, ein Notbremsassistent, einen Totenwinkelassistenten gibt es. Wir haben natürlich sämtliche Konnektivitätsfeatures. Hyundai hat eine eigene App und eine eigene Plattform, das nennt sie BlueLink. Da kann ich am Handy dann Informationen abrufen. Was bietet der Staria generell sonst noch an speziellen Features neben den ganzen Sicherheits- und Assistenzsystemen, die mittlerweile bei Hyundai eigentlich Standard sind? Bringt das Fahrzeug auch noch ganz nette Sachen mit, wie zum Beispiel eine Kamera, über die der Fahrer am großen Navigationsbildschirm die Rücksitze hinten überwachen kann, beziehungsweise hat er auch ein eigenes Kommunikationssystem drinnen, wo der Fahrer das aktivieren kann und die hinteren Personen in den letzten Sitzreihen den Fahrer über die Lautsprecherboxen vom Audiosystem dann wahrnehmen. Natürlich haben wir im Innenraum, wie es für so einen Van oder Bus eigentlich üblich ist, einen Haufen Ablageflächen, einen Haufen Möglichkeiten auch, irgendwelche Tablets oder Handys zu laden. Und das Fahrzeugkonzept ist wirklich sehr gut gelungen. Man hat im Innenraum wirklich super Platz. Auch großgewachsene Personen, die über 1,90 Meter groß sind, sitzen sogar hinten in der letzten Sitzreihe. Sehr angenehm und können da auch wirklich längere Strecken gut damit erholt bewältigen. Wie schaut es bei den Preisen aus? Der Einstieg beim frontgetriebenen Staria beginnt bei 54,9 und die Allradversion gibt es ab 59.000. Und Ende der Fahnenstange mit allen Extras, was es überhaupt gibt für das Auto, liegen wir bei 70.000 Euro. Und bei den Transporterversionen gehen die Preise bei 30.744 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Nova los. Ja, liebe Zuseher, wir sind auch schon am Ende. Ich hoffe, ich habe euer Interesse ein bisschen wecken können für das tolle Fahrzeug. Wir würden uns freuen, wenn wir euch zur Probefahrt bei uns im Haus begrüßen dürfen. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch! Ziemlich scharf. Jetzt ist scharf. Optik Tiber. Die perfekte Brille für jedes Outfit. So they know.